Gudo, willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute gibt es für dich ein spannendes Thema und zwar 5 Whisky-Brennereien von mir, auf die ich verzichten könnte. Fünf Whisky-Brennereien, auf die ich verzichten könnte. Wir hatten letztens die Diskussion, seid mal gegrüßt hier beim Worldwide Whisky Discord. Der Konstantin war da und meinte so, ah, diese ganzen Challenges, was sind die geilsten Whiskys und so weiter, sind ja schon ganz nett. Gibt es auch immer wieder tolles Feedback, gerade wenn man sich auch so bei Standards auch neu reinfinden möchte oder wenn man so sehen will, welche Standards empfiehlt der andere, dann ist das schon eine schöne Sache. Dann kam so, es muss mal ein bisschen Hate, nicht immer nur alles gut. Also kamen wir auf das Thema, Konstantin hat das vorgeschlagen, 5 Whisky-Brennereien, die man wirklich ja nicht braucht, wo man sagt, hey, die sind scheiße oder so. Ne? Das muss man natürlich immer individuell betrachten. Für mich gesehen muss ich sagen, es gibt viele Whisky-Brennereien, die schmecken mir vielleicht nicht, aber ich würde die nie irgendwie beurteilen, dass diese Grotten schlecht sind oder sowas. Das kommt halt wirklich auf den Geschmack an. Und daher ist der Gedanke wirklich interessant, mal wirklich 5 Brennereien rauszupicken, weil da fängt schon an. Welche 5 Brennereien mag man nicht? Welche 5 Brennereien bekommt man keine Whiskys oder findet keine Whiskys toll? Das ist wirklich interessant. Und ich dachte, ich starte natürlich gleich mit der ersten, mit der ich bestimmt erstmal hier den ersten Shitstorm aufgreife. Ich habe damals 5 spontan genannt. Mal gucken, ob das die jetzt auch sind. Ich mache das ganz spontan und zwar... Der erste bleibt auf jeden Fall gleich. Diensten ist eine Brennerei. Hier, also eine der Top 5 Brennereien, auf die ich verzichten könnte, ist Diensten. Ich weiß, mit Bunna und Legic, ja, also die Tobermory Distel Gruppe sozusagen, die machen tolle Produkte. Auch, ich habe auch schon gute Diensten getrunken, so ist es nicht. Aber Diensten hat immer so was Würziges, Pfeffriges vom Holzfass, mit dem ich persönlich nicht klarkomme. Und das ist immer so ein Problem, dass ich dann sage, hey, ah, wenn man mal so ein bisschen die Range durchgeht, ich mache mir mal ein Bierchen dabei auf. Ist schon nicht ganz trocken hier. Hab's mir, wie gesagt, hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ist übrigens ein Blechbrut. Ja, Maibock. Werde ich mir mal einschenken. Also Diensten, die sind meistens zu pfeffrig. Ich hatte dann teilweise ein paar Abfüllungen. Da war es dann auch wieder so diese Weinfass, Bordeaux-Weinfass, meine ich, den fand ich ziemlich lecker. Und der hat mir echt gut gefallen, so von den Aromen, diese Weinaromatik, die Balance. Es war natürlich so ein bisschen aufs Fass drauf geprügelt, aber nicht zu viel. Also das fand ich schon echt ganz schön. Und das war einer der Diensten, wo ich gesagt habe, hey, der gefällt mir. Und so gibt es immer mal wieder Diensten. Aber in Summe, ich hatte letztens einen Single Cask, hat jemand aus der Brennerei mitgebracht gehabt, noch so einen Rest. Aus dem, ich glaube, Paolo Cortado-Fass war es. Da war das auch wieder so. Mit dem Fass natürlich drauf geprügelt, aber hinten raus kam dieser typische Dienstencharakter. Und wenn du Diensten magst, dann wirst du genau das lieben, denke ich mal, weil Diensten hat für mich so einen ganz eigenen Stil, mit dem ich persönlich halt nichts anfangen kann. Deswegen auf der 1 der Diensten, also die Brennerei. So, guckt euch das an. Schönes Bierchen. Ist ein Blechbrut My Queen Keller Maibock 6,5%. Also, bin gespannt. Habe ich auch noch nicht probiert. Cheers. Ich werde das Bier jetzt hier nicht verkosten. Werde immer mal zwischendurch nippen. Gehen wir weiter. Noch 4 Brennereien. Eine weitere Brennerei. Die fällt mir auch sofort wieder ein. Die hatte ich damals auch genannt. Ist Aaron. Da geht es mir quasi wie mit Diensten, nur anders. Aaron ist so eine Brennerei. Oh, ich habe mich durch den 18er damals durchgedrungen, dachte so, boah, was eine Enttäuschung, 18 Jahre Aaron, der soll doch so gut sein. Die halbe Flasche, der hat Luft gebraucht. Aaron hat unglaublich viel Luft. Als die Flasche so halb leer war, na, als ich die paar Mal auf dem Stammtisch mit hatte, hat die sich entwickelt und dann kam zum ersten Mal so ein Charakter, wo ich gesagt habe, ey, der 18er gefällt mir. Genauso war das mit den Finishes, die brauchen Zeit. Von daher hatte ich so teilweise einen falschen Einstieg, weil die Whiskys Zeit gebraucht haben. Aber es gibt immer wieder Aarons, die dann so einen metallischen Kick haben und die mich nicht so ganz abholen. Und auch von den modernen, ja, es ist so eine Mischung. Es gibt ein paar, die sind gut. Wenn man halt 5 Brennereien wählen muss, hatte ich halt schon echt einige Enttäuschungen. Wiederum Single Cast, toll, dann Special Release, naja,
Distillery Only gut und nicht gut, Single Cask gut und nicht gut. Also Aaron ist immer so eine Brennerei wie Diensten. Das ist bei mir 50-50, eher mehr. Also wenn ich von drei Whiskys drei Aaron oder drei Diensten trinke, so geht es mir halt bei den zwei, dann ist das so, dann sind zwei Whiskys nicht so nach meinem Geschmack. So ist es einfach. Ansonsten, wie gesagt, Diensten, die Brennerei, höre ich nur Positives von den Führungen. Aaron, die Leute sind begeistert. Also es gibt, die haben ihre Lieblinge, gerade der Aaron Paolo Cotardo mit diesem 007 zuletzt, den fand ich auch richtig gut. Die haben ja noch nicht so einen langen Stock. Und dann gibt es ja noch diese Marquier Moore, heißen die, glaube ich, oder werden die ausgesprochen. Die rauchigen Aaron, mal schauen, was dann mit Leck kommt. Also bisher sind jetzt nicht so meine zwei Top-Brennereien. Und dann Brennerei 3 und 4 und 5. Und da wird es richtig schwierig. Da muss man wirklich durch deine Regale gucken, überlegen. Ich habe jetzt quasi schon die Brennereien, die ich nicht so mochte, abgestumpft und weggeklatscht. Ja. Jetzt brauche ich noch drei weitere. Und dann ja, wird es schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Closed Distilleries teilweise, die überzeugen nicht. Da kann man aber auch, finde ich schwierig, die wenigen Closed Distillery, die man dann probiert hat, da gibt es gute und da gibt es nicht so gute. Ja. Von daher ist ein schwieriges Thema, aber wenn man natürlich dann 5, 6 Closed Distilleries trinkt und davon ein bisschen enttäuscht ist, dann ist das, wirkt das halt auch sehr überhyped. Ja. Es gibt viele Closed Distilleries, wo ich auch schon was Gutes getrunken habe. Deswegen sind die bei mir eher nicht in der Liste. Eher teilweise auf, finde ich richtig gut. Das ist halt wirklich immer so, je nachdem, was man trinkt. Und ich hatte, glaube ich, dann Glenkinchie. Hatte ich, genau, Glenkinchie. Das ist ein guter Punkt, wo man sagt, so schlecht sind die doch gar nicht. Das stimmt, ich habe den 12er da, ich habe den 10er da. Glenkinchie macht eigentlich ein ganz schönes Ding. Ich habe einen 32-Jährigen getrunken, der war ganz gut. Aber das ist genau der Punkt. Die haben einen Standard. Der aktuell ist es der 10er. Ich glaube, früher war das der 12er. Wenn ich mich jetzt nicht für irre uns gedreht ist. Das war's. Dann kommt ein Special Release. Wie gesagt, der ist ja 32-Jährige für x100 € und so weiter. Das heißt, du kommst gar nicht dran. Und ansonsten kennst du von der Brennerei gar nichts. Also man kennt eigentlich nichts und denkt sich so, was will man mit dieser Brennerei? Mit diesem Standardprodukt, ja, aus dem, ist halt interessant, weil Lowlands, ja, aber ansonsten kann man auch drauf, es gibt noch die Distillery Edition, ja, aber die hat sich für mich nicht gelohnt. Die Distillery Edition im Vergleich zum normalen, nee, also da würde ich wirklich, ist so eine Brennerei, ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr was rausbringt, also der Punkt ist mehr, Glenkinchie, du bist auf der Liste, weil ihr nichts rausbringt, was ich probieren kann, obwohl ich es gern würde. Und die anderen sind einfach interessant, ist okay. Könnte man jetzt auch quasi Brennerei, jemand anders da hatte dann noch Ockentoschen genommen. Das war bei mir nicht so Ockentoschen, da hatte ich schon ein paar schöne. Aber ist auch eine Brennerei, kann man sich drüber streiten. Also Diensten, Aaron und Glenkinchie. Jetzt brauche ich noch zwei. Was mir gerade einfällt, würde ich mal auch Worsk nehmen. Also für andere auch Roisk geschrieben. Meine Aussprache ist wahrscheinlich auch nicht perfekt, aber es wird irgendwie so komisch, auch Roisk oder auch Swosk oder so gesprochen. Für uns Normalos als Deutsche quasi unaussprechlich. Und die haben ja eigentlich auch nur ein paar Special Releases, ja, früher schon immer gehabt. Die sind echt grandios. Also so ein paar 20-Jährige mit diesen blauen Etiketten und so, die sind gut. Aber ansonsten, hatte ich auch gerade, es gibt kaum was, Flora und Fauna, hat mich nicht so vom Hocker gerissen, unabhängig, auch immer so schwankend, also ist auch so eine Brennerei, die auch manchmal so einen pfeffrigen Charakter hat, bin ich auch dabei, dass das eine Brennerei ist, wo ich auf jeden Fall sagen würde, hey, auch euch, nee, tut mir leid, euch bräuchte ich auch nicht, ich würde sie nicht vermissen, ja, das ist natürlich, wie gesagt, ich habe auch schon guten davon getrunken, aber so per se, was du kriegst, ist das keine Brennerei, wo ich auf den Whiskyabend gehe. Habt ihr die schon mal probiert? Klar, wenn ich da diese älteren Abfüllungen, diese 20-Jährigen, die vor 10, 15 Jahren rauskamen, da gab es schöne Whiskys, ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall so meine Liste. Jetzt fehlt noch eine Brennerei. Ihr seht, wie schwer das ist. Denkt mal drüber nach, was könnten eure 5 sein? Denkt darüber mal nach. Und wenn du dir jetzt beim Nachdenken gedacht hast,
ich mache es mir einfach und nutze eine Crane Distillery, das zählt nicht. Es sollten schon schottische Single Malt Brennereien sein. Ansonsten kann ich natürlich auch die ganzen Exoten aufzählen. Da gibt es natürlich auch gute, aber es gibt auch so viel schlechte. Ja. Also Schottland ist, glaube ich, schon hier so das Thema von den fünf. Man tut sich wirklich schwer, ja, was soll es noch sein? Und hier, da kommt es schon nicht mehr immer richtig auf den Geschmack an, sondern eher auf das, was die tun. Scuppa, ja. Ich nehme Scuppa. Obwohl. Doch, ich drücke den jetzt einfach mal rein. Scuppa, ich habe schon einige unabhängige Scuppas getrunken, die mir wirklich gut gefallen. Ich habe ja auch einen Single Cast vorgestellt. Da gibt es schon schöne Sachen. Aber die Brennerei als Originalprodukte, was die rausbringen, also das ist halt eh unabhängig. Es gibt immer tolle Fässer, ja. Und Scuppa, das Problem ist, die scheinen so von der Führung auch ganz nett zu sein teilweise, wenn man vor Ort ist. Es gibt halt diese Special Release, aber du kannst sie nur bei Scuppa kaufen. Das heißt, du musst da hinfahren. Ja, das wird für uns Europäer immer schwieriger. So, das ist der erste Minuspunkt. Ja? Wenn du nicht vor Ort bist, kannst du den Kram nicht kaufen. Dann kommen so weniger Releases raus. den salzigen Touch finde ich ganz cool. Aber dann war damals so der Scuppa, den 16-Jährigen, den sie eingestellt haben, durch ein No-Age-Statement ersetzt, Fermentationszeiten verkürzt, um quasi einfach auf Masse noch mehr rauszupumpen. Ja. Und das zeigt eigentlich so, wir sind eine Brennerei, wo es irgendeine strategische Entscheidung gab, konzernweit, unternehmensweit, wie auch immer. Hier, es geht um Kohle. Ja. Und deswegen nehme ich die jetzt mal auf die Liste. Ja, weil es ist wirklich schwierig. Geschmacklich habe ich wirklich schon andere Whiskys getrunken von anderen Brennereien, aber so per Scuppa, es wird bestimmt den einen oder anderen jetzt geben, ich habe noch nie einen Scuppa getrunken. Ja, das meine ich damit. Und deswegen kommen die jetzt hier auf Platz 5. Nicht vom Geschmack, aber ich könnte darauf verzichten, weil ich kriege ja eh kaum was von denen. Und die wenigen Scuppas, die ich bekomme, ja, da verzichte ich dann drauf. Also ganz vorne, Diensten, Aaron, meine Brennereien, alle Aaron- und Dienstenfreunde, seid gegrüßt. ich kann es verstehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Brennereien sind, auf die fünf, die ihr verzichten würdet. Wie gesagt, danach auch Rusk, Klinkhinchi auch Rusk und Scuppa. Ja, ist wirklich verdammt schwer. Man hätte jetzt natürlich so eine Junge nehmen können als Alternative noch. Ne? Das wäre natürlich auch ein schöner Workaround. Ne? Ich nehme Linus Abbey, so nach dem Motto, von der habe ich noch nichts probiert. Kenne ich nicht, brauche ich nicht. Nein, musste ich schon probiert haben, um zu sagen, von denen kenne ich nichts. Oder möchte ich nichts oder könnte ich drauf verzichten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist mal ein anderes Format. Geht natürlich mal so ein bisschen stärker ins, worauf könnte man verzichten, was mag man nicht. Hat natürlich den Flair, wenn ihr meine Videos guckt und ich werde einen Aaron bewerten und sagt, der ist gut. Ihr Aaron-Trinker könnt ihn. Ja, vielleicht müsst ihr dann genau darauf achten, ob das wirklich ein Aaron für euch ist. Und alle, die auch keinen Aaron mögen, sagen, der könnte vielleicht mal was sein. Hier der Maibock ist ganz lecker. Wie gesagt, noch nicht so viel getrunken, mehr gebabbelt. Werde ich jetzt in Ruhe gleich noch austrinken und würde es damit einfach mal sein lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare eure 5 Brennereien, auf die ihr verzichten würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.